Muldenheimer und Söhne GmbH. Pilze sind 93% Wasser, habe ich mir sagen lassen. Ist es so echt jetzt? Keine Ahnung. Willkommen in der Hood Cuisine. Zabolino im Gebäude. Tada. Bauch sieht gut aus im Waldfinkel, genauso stehen bleiben. Also wir machen heute Zürcher Geschnetzeltes, Spätzle und Creme Brûlée. So sieht's aus. Willst du eine Kochmütz? Nee, danke. Wirklich? Ich hab eine auf. Okay, ich zieh meine Kochmütz auf. Was? Ey, willst du dir selber Vanillezucker ein bisschen machen? Einfach eine Tasse nehmen, ein bisschen Zucker und das Ding rein. Du machst die Creme Brûlée. Ey, kannst du mal den Leuten erklären, wie man erkennt, ob ein elektronischer Beat gut ist? Ja, da erkennt man an der sogenannten Copan Gun. Und wenn die Copan Gun zum Beat klatscht, dann ist es perfekter Beat. So viele interessante Kostüms laufen gerade, aber ich kann nur eingucken, Bartscherer. Und vor allem nie vergessen, man muss hier eine richtig schöne Mulde machen. Muldenheimer und Söhne GmbH. Ey, man muss dazu sagen, heute kommt eine Quirl zum Einsatz von meiner Oma. Manche Sachen kann man nicht, will man nicht weggeben. Kennt ihr? Na ja, klar, aber wir nicht. Dedicated an alle Omas. Ein Krups, Alter, der läuft doch. Wie viele Jahre muss der Herr sein? Alt sein? 40. Der Teig ist echt klebrig. Da spült man am besten alles gleich mit kaltem Wasser ab. Hast du gehört? Hä? Oh, shit. Ich hab's an der Brille. Guck mal. Natürlich heute nicht vegan, nicht vegetarisch. Schäfer beim Metzger. Alkohol. On point! On point! Eigentlich ist es halt prädestiniert, um laut zu machen, ne? Voll. Wie schneidet man Fleisch? Chat. Wie? Quer zur Faser. Ja, komm, soll ich machen? Ja. Das wollte ich, Digga! Leute, in der Schule auch immer, wenn ihr an die Tafel müsst. Geht mit so einem Fragezeichenblick vor, so. Dann nimmt die Kreide so schräg in die Hand. Dann denkt der Lehrer sich, ey, hau ab. Aber das geht doch, die Pilze gehen ein wie die Sau. Pilze sind 93% Wasser, habe ich mir sagen lassen. Ist es so echt jetzt? Keine Ahnung. Aber ey, hört sich immer ganz gut an, oder? What's up, bester Lehrer? Ich konnte das nicht schwätzen. Erzähl mir ein bisschen, was? Wo warst du? Warst du in Thailand? Also auf jeden Fall David Chong, auch krass, Mann, sag mal. Ja. Aber habe ich leider wenig. Ich bin auch auf Soundcloud, ein geilen Mix 2018. Warum schreist du? Welcher? Hey, jo, Donner. Gerade gefasst, okay. Wir machen Zürcher Geschnetzeltes. Mit Kalbsfleisch. Mit selbstgemachten Spätzle das erste Mal und Creme Brûlée als Dessert. Alles zum ersten Mal. Dessert, der Ofen ist schon an. Creme Brûlée kann bald rein. Morgen schon oder was? Creme Brûlée muss, wie lange musst du drin bleiben? 5 Stunden, deswegen. Nein, nein, morgen 55 Minuten. Ja, ja, aber danach musst du noch ausdampfen. Na klar. Aber das gibt auf jeden Fall eine heiße Angelegenheit. Du hast eigentlich das Wasser da drin. Wasserbad, dass da immer schön Dampf drin ist im Ofen. Warte. Erst ein Creme Brûlée im Ofen oder was? Hä? Guck, die kommen gar nicht jetzt. Die geht. Im Kärchen. Im Kärchen, du? Creme Brûlée ist unten drin. Spätzle selbst geschabt. Ich hab noch nie geschabt, du auch nicht, oder? Tak, 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 tak. Wo du warst in Thailand? Kopangan. 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 Auf meinem YouTube-Kanal gibt's eine Playlist mit Kopangan-Videos, mit Thailand-Videos. Und ich bin im Januar nach Thailand. War eine Woche in Bangkok. Und dann 5 oder 6 Wochen auf Kopangan. Und die letzten Wochen kamen der Zappo und noch mehrere Jungs dazu. Ich wollte halt am Anfang alleine los. Und genau. Guck mal hier, 92er Milchbrettschnittchen. Ey, warst du jemals im Milch? Ich glaube, ich war einmal. Aber mir war damals leider Gottes. Bist zu jung, oder? Ja, und zu faul, Mann. Man darf nicht vergessen, ne? Der Xenia war damals Türsteller. Ah, jo. Der Koch sieht aus wie Sven Feld. Das ist Sven Feld und Phil Collins in einem. Wir machen jetzt das erste Mal Spätzle, Alter. So, Leute. Das sind ja eigentlich schon fertig, oder? Wenn sie oben schwimmen. Messer ist halt zu dünn. Da könnte ich jetzt ein großes eigentlich auch nehmen, ne? Ein richtig lange Spätzle so, oder? Ach so, ja. Aber ja, Spätzle war uns ja davor schon bewusst. Also Spätzle ist jetzt nicht, nicht für die Schnelle. Ah, doch. Ich glaube, das muss fertig sein, wenn die Spätzle fertig sind.
Wir hätten erst die Spätzle lassen. Guck mal jetzt. Jetzt ganz kleine. Das ist langsam, ne? Das ist mein. Flambieren oder Zucker drauf lassen, ne? Zucker drauf. Ich würde sagen, in diesem Sinne, hat mich gefreut, Mann. Ich wünsche euch was. Wie viel länger, Zappolino. Bleibt gesund, bleibt lieb, immer lachen im Leben, wichtig. Tschö!